Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der CO2-Ausstoß ist wieder auf 31,6 Milliarden Tonnen weltweit geklettert. Und eigentlich haben wir uns ja an solche Meldungen schon gewöhnt. Aber es sind und bleiben Horrormeldungen. Und wir werden so bei 4 Grad, eventuell sogar 5,3 Grad Erwärmung landen. Das ist Fakt. Was 5,3 Grad Temperaturveränderung bedeuten, zeigt vielleicht das Beispiel der letzten Eiszeit. Da war es global etwa um diesen Wert kälter als heute, Europa aber mit kilometerdicken Eispanzern überzogen. Die nicht weniger dramatischen Szenarien bei entsprechender Wärme, die kennen Sie alle, das brauche ich nicht mehr erzählen. Und ich sage das nur, nicht nur an die Adresse von Klimaleugnern. Im Umfeld der FDP. Auch in den Zeitungen sind dann seltsame Kommentare zu lesen, wie zum Beispiel in Hamburg. Hamburg hat bald ein Wetter wie in Freiburg. Prima, wo liegt das Problem? Seltsamer Kommentar. Ja, und wir stehen mittlerweile in der dritten Jahrhundertflut, allerdings innerhalb von nur 11 Jahren statt von 100. Und natürlich ist das auch auf die Antwort dieser Fragen. Und darum müssen wir handeln, und zwar deutlich schneller als gegenwärtig. Ich verstehe dann aber nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Linke einen Platz als Rede frei macht, um darüber zu diskutieren, dann lehnen alle anderen Fraktionen das ab. Sehr, sehr seltsam. Wir hätten einen Platz zur Verfügung gestellt und eine Debatte zurückgezogen. Das sollten die Leute auch draußen wissen. Ja. Und heute ist wahrscheinlich die letzte Klimadebatte in dieser Legislaturperiode und deshalb natürlich auch ein Rückblick. Zunächst sind die erneuerbaren Energien hierzulande rasant gewachsen. Und das ist eine Erfolgsstory. Und der Erfolg ist begründet auf das Erneuerbare Energiengesetz, das die jetzige Koalition ja von der alten nur geerbt hat. Deutschland lag 2012 weltweit auf Platz 1 bei der installierten Leistung von Photovoltaik, auf Platz 3 bei der installierten Windkraft und auf Platz 5 bei der Gesamtkapazität der Erneuerbaren. Jede vierte Kilowattstunde ist Ökostrom. Gut. Und ich behaupte, es ist ein Erfolg trotz dieser Bundesregierung und nicht wegen dieser Bundesregierung. Denn die dauernden Angriffe abzuwehren, die insbesondere von der FDP gegen das Erneuerbare Energiengesetz gestartet wurden, hat unendlich viel Kraft gekostet. Den Umweltverbänden, den Erzeugerinnen und Erzeugern von Ökostrom, vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch den Experten im Umweltbundesamt und anderen Gremien der Bundesregierung. Es wurden Ressourcen gebunden, die wir dringend gebraucht hätten, um das EEG intelligent zukunftsfähig zu machen für eine Welt jenseits eines 30% Ökostromanteils. Kräfte wurden verschlissen, die nötig gewesen wären, um zügig ein neues Strommarktmodell zu entwickeln. Ein Modell, das die fossile Erzeugung in die erneuerbare Welt integriert und nicht umgekehrt, wie es gegenwärtig der Fall ist. Es wurden Ressourcen verschleudert, die wir nun in der nächsten Legislaturperiode aufwenden müssen, um einen zukunftsfähigen Netzausbau zu organisieren und im Bereich Energiespeicher und Lastmanagement weiterzukommen. Ja, und dann gab es Gespräche bei Minister Altmaier, interessante Gespräche, aber letztlich wurden vor allem Fragen aufgeworfen und kaum Lösungen präsentiert. Und dort, wo sie auf der Hand liegen, wie etwa bei der Abschaffung der teuren Industrieprivilegien, die unberechtigt sind, passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Ja, und ich sage Ihnen einfach, Sie wollen sich nicht mit den Konzernen anlegen. Natürlich gibt es in der Bundesregierung partiell auch Unterstützung für die Energiewende. Da sind wir ja auch nicht blind. Und manche Probleme sind zudem schlecht dem geschuldet, dass niemand einen Masterplan für eine solch umfassende Transformation in der Tasche hat, ist auch klar. Aber unter dem Strich betreibt Union und FDP eine erschreckend doppelzüngige Politik. Während die Koalition auf der einen Seite einige Weichen in Richtung mehr regenerativer Energien stellt,
versucht sie auf der anderen, die fossilatomaren Stromkonzerne weiter zu päppeln. Und die Kosten bezahlen die kleinen Leute. Ja, wer sonst eigentlich? Die zweite dunkle Seite kann man nirgends dringend deutlicher sehen als beim europäischen Emissionshandel. Er soll angeblich das Hauptinstrument im Klimaschutz sein. Herr Kauch hat es ja wieder bestätigt. Seine Klimaschutzwirkung geht aber gegen Null oder ist sogar negativ und seine Verteilungswirkung war bislang grotesk ungerecht. Deutschland hat ja hier in Brüssel agiert gegen die Reparatur des Emissionshandels, konkret gegen die Stilllegung der überschüssigen CO2-Emissionsrechte, die das System kaputt machen. Und das ist eigentlich kein Wunder, denn in den Jahren zuvor hat ja die Bundesregierung dafür gesorgt, dass diese zerstörerische Zertifikatsflut überhaupt erst entstehen konnte, etwa durch großzügige Möglichkeiten für Industrie und Energiewirtschaft, sich mit windigen Auslandszertifikaten einzudecken. Oder auch durch Zuteilungsregeln, die den Industriefirmen viel mehr Emissionsrechte zugestand, als sie benötigten. Lasche Ziele und Schlupflöcher wie Scheunentore. Im Ergebnis dümpelt nicht nur der CO2-Preis bei unter 4 Euro im Keller, wo er doch mal 30 betragen sollte. Die festgesetzte CO2-Obergrenze selbst wird aber durchlöchert, denn hinter vielen importierten CO2-Gutschriften als Projekt in Indien oder in China stehen keine eingesparten Emissionen, sei es infolge von Betrug oder absurd großzügigen Regelwerken der UN. Zum Schluss waren da ja sogar Kohlekraftwerke Klimaschutz, Kohlekraftwerke. Also wird das europäische Emissionshandelssystem von außen mit heißer Luft aufgebläht. Allein in Deutschland sind 260 Millionen Zertifikate überschüssig, in der EU fast 2 Milliarden. Und ein Großteil davon sind ökologisch gesehen nichts anderes als solcher Art Schrottpapiere, die aus windigen Projekten im globalen Süden stammen. Wieder mal Schrottpapiere. Zu Deutsch. Wir haben mit dem allseits geliebten Emissionshandel weniger Klimaschutz als ohne dieses System. Eine wahrhaft erfolgreiche Bilanz kann ich da nur sagen. Und die Energieversorger fuhren in der Vergangenheit mit dem Emissionshandel sagenhafte Profite ein. Und das müssen wir sagen als Linke, wer sagt es denn sonst? Sie haben die Zertifikate vom Staat geschenkt bekommen, ihren Halsenswert aber in den Strompreis eingepreist. Also zusammengefasst reden wir über eine Maschinerie, die Europa erstens einen zusätzlichen CO2-Ausstoß erzeugt. Erst letztes Jahr sind ja die Emissionen der deutschen Kraftwerke wieder gestiegen und zweitens die Kassen der Kohle- und Atomkonzerne füllt, auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja, und die Konzerne wurden gepäppelt und der Emissionshandel geschwächt. Bravo! Ja, und wo ist die Klimakanzlerin, frage ich mich da. Eine Regierungschefin, die mal endlich auf die FDP pfeift und sich in Brüssel für wirksame Reformen im Emissionshandel einsetzt. Zuallererst natürlich für das Backloading als Voraussetzung. Tut sie leider nicht. Ja, es hätte von Anfang an vernünftiger gestaltet werden können, das Emissionshandelsgesetz, aber das ist Geschichte. Änderungen nicht in Sicht, wie wir gehört haben. Sie sind ja da beratungsresistent. Und deshalb brauchen wir Ordnungspolitik. Vor dem haben Sie ja Angst wie der Teufel das Weihwasser. Und ich möchte nochmal dafür werben für ein Kohleausstiegsgesetz, denn dann könnten die letzten Meiler spätestens 2040 vom Netz gehen. Wir setzen uns davon ein. In der nächsten Wahlperiode müssen sich Parlament und Regierung auch endlich ernsthaft mit der Energiewende im Gebäudebereich, in der Mobilität beschäftigen. Bei beiden existieren fast keine Instrumente, die nur annähernd die Durchschlagkraft haben, wie etwa das EEG im Strombereich. Und hier liegen auch die größten sozialen Spannungsfelder. Denn schon heute nehmen die Heizkosten und Kraftstoffe den ersten Platz unter den Preistreibern bei den Energiepreisen ein. Schlicht, weil Öl und Gas sich drastisch verteuert haben. Und deshalb ist es nicht nur aus Sicht des Klimaschutzes geboten, mit der Gebäudesanierung endlich voranzukommen. Genauso wie mit der Mobilitätswende, die ja im Prinzip noch komplett aussteht. Beides
entlastet perspektivisch die Haushaltskassen. Ist ja wichtig. Und bei der sozialen Ausrichtung der Energiewende geht es nicht nur um ein Energiegeld im Wohngeld, um ausreichende Kredite der KfW für die Gebäudesanierung oder um angemessene Zuschüsse für die soziale Stadtentwicklung. Es geht auch schlicht um den Mindestlohn. Denn es kann ja nicht sein, dass wir bei jeder umweltpolitischen Maßnahme, die etwas Geld kostet, tausende Leute zu den Ämtern treiben. Sie sind doch gegen Bürokratie. Und darum freuen wir uns, und jetzt hören Sie mal zu, dass die Klimaallianz auch einen Mindestlohn und soziale Fangnetze beim Umbau der Energieversorgung fordert. Die fordern das, und auch der Mieterbund im Übrigen. Denn im Gegensatz zur Bundesregierung haben die darin vertretenen Vereine begriffen, die Energiewende funktioniert nur sozial oder sie funktioniert eben gar nicht. Und dafür steht die Linke und dafür wird sie jetzt stehen und auch in der nächsten Legislaturperiode, denn die Energiewende ist notwendig, sie ist dringend notwendig. Ich habe das ausgeführt und daran kommen auch Sie von der CSU nicht vorbei. Für die Bundesregierung erteile ich das Wort dem Bundesminister Peter Altmaier.